Hallo und ganz herzlich willkommen zu meiner Kanalentjungferung. Mein Name ist Marcel Herzog. Ich bin Autor, Dating- und Kommunikationscoach und ich möchte euch mit diesem Kanal einen wunderbaren großen Blumenstrauß an verschiedenen Techniken, an verschiedenen Impulsen geben, eure Persönlichkeit weiterentwickeln, euch fit machen, wenn es darum geht, Frauen kennenzulernen und natürlich auch Partnerschaften einzuleiten und gute Partnerschaften zu führen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Kontaktabbruch. Und Kontaktabbrüche sind wirklich ein heftiges Thema. Ich denke mal, ihr kennt es auch. Ich denke mal, die meisten von euch haben schon mal mit so einem Thema Kontaktabbruch zu tun gehabt. Und meistens ist es ja so, das trifft einen irgendwie wie so ein Autounfall. Keiner merkt so, dass es sich anbahnt. Es macht einfach nur, tut einen Schlag und man sitzt einfach nur da und denkt sich, was zur Hölle ist eigentlich gerade passiert? Ja, und in der Regel ist es so, dass da noch einiges dann so noch zu klären ist, so zwischen ihr und euch. Und ihr dann so wirklich in so eine ganz krasse geistige Situation kommt, wo ihr die ganze Zeit nur denkt, boah, dieses Dopamin, das ich irgendwie immer hatte, wenn ich in ihrer Nähe war, ich würde eigentlich wieder total gern wieder zurück, ich würde gern wieder den Kontakt aufbauen, irgendwie ich leide total drunter. Es gibt so viele Dinge, die noch nicht ausgesprochen wurden und ich möchte aber, dass sie irgendwie ausgesprochen werden. Und dann neigt man natürlich dazu, immer mehr der Frau hinterher zu rennen und irgendwie Nachrichten zu schreiben und so weiter. Und das ist, sie meldet sich dann nicht, ja, und man geht emotional irgendwie nach und nach vor die Hunde, ja. Es fehlt irgendwie nur noch so, keine Ahnung, so noch so ein radioaktiver Unfall und man könnte der nächste Superschurke von Batman sein. Es ist wirklich keine schöne Sache. Und wenn es dir auch schon mal so ging, ja, oder euch schon mal so ging, dann solltet ihr auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, denn ich möchte euch die Geschichte von Harry und Katharina erzählen und ihm ist es genauso gegangen, ja, hatte wirklich eine tolle Zeit mit seiner Frau, die dann einfach einen Kontaktabbruch initiiert hat, durchgeführt hat. Und hat es aber alles auch wieder auf die Kette bekommen mit meiner Hilfe. Und ich gebe euch auf jeden Fall jetzt die ganzen Details, die ganzen Tipps, so dass es euch nicht passiert. Und wenn es euch passiert, dass es dann ein schnelles und gutes Happy End gibt. Genau, also Stichwort Harry und Katharina. Die zwei haben sich kennengelernt. Harry war ein Kunde von mir, hat auch sehr viele Impulse im Rahmen vom Coaching-Programm von mir bekommen. Und letztendlich hat er ein nettes Mädel kennengelernt, Katharina, super hübsch, schlank, alles, was man sich vorstellen kann, gebildet, haben super zusammengepasst, war wirklich ein tolles, eine Pärchenbeziehung, natürlich was auch sonst. Und alles lief hervorragend, vor allem natürlich am Anfang, da ist ja alles immer so hier, Herzchen, Blümchen, rosa Wölkchen und so weiter und da war es natürlich da genauso, es haben sich einige Wochen getroffen, lief alles hervorragend, alles perfekt, wie aus dem Lehrbuch quasi und haben dann entschlossen, das Ganze etwas zu intensivieren, ja. Da war es aber dann so, es haben sich getroffen, irgendwann, wie es halt so ist, man ist nicht immer so 150% gut drauf. Der eine hat dann irgendwie mal einen schlechten Tag und man hat irgendwie keinen Bock aufeinander und man redet irgendwie nicht so. Und das ist ja oftmals dann für den einen oder anderen super schwierig, weil man immer denkt, vor allem wir Männer, was könnte da jetzt sein? Ja, so, dann machen wir irgendwie so ein bisschen einen auf Sherlock. Und wollen natürlich wissen, was da abgeht. Und das nervt oftmals dann den Partner umso mehr. Und dementsprechend geht der Partner umso mehr auf Abstand. Und dann ist es natürlich nicht allzu weit hin, dass dann eben so ein Kontaktabbruch dann auch mal passieren kann. Und in der Situation war es definitiv auch so. Harry natürlich total am Ende, kaputt. Wusste nicht, was er irgendwie jetzt getan hat, wollte natürlich auch weiterhin mit ihr sprechen und hat auch probiert, sie ein paar Mal zu erreichen.
ist dann aber alles nicht so produktiv gewesen, kam dann auch zu mir und wir haben dann miteinander gesprochen und die folgenden Tipps habe ich ihm gegeben, die dann letztendlich auch zum Erfolg geführt haben, dass er sich dann auch wieder gemeldet hat und alles auch wieder cool war. Dennoch möchte ich jetzt in der Situation oder auch nochmal ganz kurz die Zeit nutzen, um dich zu animieren. Wenn du auch so eine Situation hattest, dann schreib es mir doch bitte in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall mega, würde mich wahnsinnig freuen. Die folgenden Punkte hat Harry dann im Prinzip angenommen von mir und hat dann gesagt, okay, wir gehen daran an das Thema, wir ändern das. Allerwichtigster Punkt, müsst ihr euch auch immer so, könnt ihr euch wirklich bildlich merken, das Gummiband. Ja? Ihr könnt euch Anziehung so vorstellen wie ein Gummiband. Wenn ihr, also eine Frau fühlt sich zu euch am ehesten hingezogen, wenn das Gummiband immer eine gewisse Spannung hat. Ja? Wenn ich einer Frau näher komme, das heißt, ich bin lange Zeit in ihrer Nähe, ich küsse die ganze Zeit mit ihr rum, die ganze Zeit, man liegt zusammen im Bett, guckt Netflix und so weiter, das ist alles schön und gut, aber das muss zeitlich begrenzt sein. Ja? Weil wenn man das überzieht, dann schwindet die Anziehung irgendwann. Dann stellen sich die Leute oftmals an auch die Frage, hat der andere eigentlich nichts anderes zu tun, außer mit mir jetzt hier rumzugammeln? Und da merkt man dann irgendwann, dass diese Spannung sukzessiv nachlässt. Das heißt, dieses Gummiband ist irgendwann einfach so eng zusammen, dass es nur noch so total verlottert in der Gegend rumhängt. Deswegen, ihr müsst echt schauen, dass immer mal wieder ihr eine gewisse Spannung mit reinbringt. Das heißt, einfach mal weggehen mit den Jungs, einfach mal auch mal, ja, nicht die ganze Zeit schreiben, auch mal was anderes unternehmen, irgendwie eine Leidenschaft entwickeln, ein Hobby haben, mit dem man halt einfach, ja, wo man halt auch wirklich dann sich drin aufgeht und wo nicht die Frau nur im Fokus steht. Und das macht euch bei Frauen oftmals sehr, sehr interessant. Das Gummiband, hängt nicht aufeinander, ihr seid mit euren Themen beschäftigt. Gummiband geht auf Spannung, Frau fühlt sich zu euch hingezogen. Und genauso ist es auch in der Situation, wenn ein Kontaktabbruch entsteht, macht auf gar keinen Fall den Fehler und geht da weiterhin auf Anrufe, SMS, hey, sag mir gefälligst, was du damit gemeint hast und mir steht es zu, dass du noch mir noch erklärst, warum das so ist, bevor jetzt der Kontakt bevor wir uns jetzt nie wiedersehen und ist da vielleicht ein anderer Mann irgendwo im Hintergrund. Also das ist alles Bullshit. Akzeptiert den Kontaktabbruch. Bedenkt, die Frau braucht in solch einer Situation oftmals auch wirklich Zeit für sich, um sich darüber klar zu werden, was ist das eigentlich? Und das ist echt kein Drama, es ist sehr, sehr häufig einfach nur ganz normaler Teil von dieser Beziehungsanbahnungsphase. Der andere Punkt, den ihr auch beachten solltet, nutzt doch einfach auch mal die ganze Zeit einfach für euch selber, ja? Also achtet einfach auch mal drauf, und überlegt euch, ob die Beziehung, die ihr da gerade hattet, also wenn es auch keine Beziehung war, diese Anbandelungsphase, ob das auch wirklich was war, was euch gefallen hat. Also macht euch mal echt auch mal Gedanken, so wie sie auch, das ganze Revue passieren zu lassen. Hat sie euch auch wirklich so akzeptiert, wie ihr seid? Ja? Wollt sie euch vielleicht schon irgendwie in irgendeine Richtung umerziehen? Ja, ist es wirklich das, was ihr wollt? Auch vielleicht längerfristig gesehen. Und macht ruhig auch so eine Pro-Kontra-Liste, welche Eigenschaften ihr gut und welche Eigenschaften ihr schlecht fandet. Sollte sie sich nicht mehr melden, dann könnt ihr wirklich auch nochmal diese schlechten Punkte und auch nochmal vielleicht auch über den Kontaktabbruch und die Probleme, die euch jetzt vielleicht schon die ihr jetzt schon hattet, einfach auch mal auf den Tisch bringen und einfach mal ein klärendes Gespräch führen. Auf der anderen Seite, sollte sie sich nicht mehr melden, dann habt ihr schon eine perfekte Basis, um mal darüber nachzudenken, wie sollte denn die nächste Frau sein, die ihr gerne kennenlernen wollt? Ja? Welche Eigenschaften sollte sie haben? Was war gut an der
an dem Mädel, das ihr jetzt gerade hattet, und was könnt ihr vielleicht auch übertragen auf die Zukunft, um vielleicht auch einfach nochmal zu justieren, was sind denn eure Anforderungen eigentlich an eine Frau und an eine Beziehung? Das ist eine wirklich wichtige und gute Sache, weil ihr euch auch wirklich nicht nur zu sehr auf diese eine Frau dann fokussiert, sondern darüber wirklich, wer ihr seid und was ihr wirklich auch langfristig mit Frauen wollt. Weil faktisch, wenn ihr einfach nur eine Frau kennenlernt und mit der zusammenkommt, einfach nur damit ihr halt eine Frau habt, dann macht es überhaupt keinen Sinn, weil wenn ihr in 10 Jahren feststellt, hey, die Frau hat irgendwie so viele Macken und so viele Probleme und so viele Themen, wo wir einfach nicht kompatibel sind, und ihr habt da dann mittlerweile irgendwie 2 Kinder, ein Haus, ein Minivan und einen Goldfisch, dann ist es keine coole Ausgangssituation, um dann nochmal das ganze Thema Frau aufzurollen, sondern da sollte das Ganze schon eine gewisse Größe und eine gewisse Reife haben. Und deswegen nimmt diesen Kontaktabbruch wirklich nicht immer nur als negativen Aspekt jetzt, wo ihr jetzt davor steht und sagt, oh Mann, jetzt ist gerade eben irgendwie ein Meteorit eingeschlagen und die Welt geht unter, ja, ich erlebe den Morgen nicht mehr, sondern es ist eine Möglichkeit, auch wenn du vielleicht jetzt, wenn ihr vielleicht jetzt in der Situation noch nicht dran denkt, um echt einen Neustart auch zu schaffen. Ja, das kann natürlich ein paar Tage dauern, bis ihr das Ganze dann auch verarbeitet und überwunden habt, aber es ist auf jeden Fall eine coole, coole Sache. Im Beispiel Katharina und Harry war es dann tatsächlich auch so, dass sie sich nach einiger Zeit gemeldet hat, als er einfach auch akzeptiert hat, dass der Kontaktabbruch jetzt da ist und dass er jetzt erstmal Zeit für sich nimmt. Er hat das Handy ausgeschaltet, ist auch ein sehr, sehr geiler Trick, einfach Handy aus, Social Media aus und das einfach auch mal eine gewisse Zeit lang einfach auslassen, ohne dann die ganze Zeit drauf zu schauen oder ohne das irgendwie dann mit mega der Erwartung wieder einzuschalten, sondern einfach so lange, bis es dir einfach egal ist, ja, auslassen. Und irgendwann hat sie sich nach ein paar Wochen wieder gemeldet und dann war das ganze Thema auch wirklich durch, ja. Sie war einfach in der Situation, wo sie einfach Zeit für sich gebraucht hat. Ihr ging die ganze Beziehungsgeschichte einfach ein bisschen schnell. Sie hat ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Mit der Technik hat es wunderbar funktioniert. Und er hatte die Möglichkeit, dann auch nochmal durchzuatmen. Und sie sind jetzt mittlerweile tatsächlich auch in einer glücklichen Beziehung. Das wünsche ich euch natürlich auch, wenn ihr auch Interesse an einer glücklichen Beziehung habt. Oder sonst was, wie gesagt, einfach alles in die Kommentare schreiben. Ich schaue mir alles an und ich freue mich wahnsinnig drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auch gerne ein Like. Wenn es euch nicht so gut gefallen hat, ich bin auch für Dislikes offen. Ich werde kein Heim suchen. Ihr habt immer die Möglichkeit, auch mal eure aktuelle Situation von mir persönlich beleuchten zu lassen. Hierzu klickt einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung. Und dann schauen wir uns gemeinsam deine aktuelle Situation an. Wir geben dir dann natürlich auch direkt Feedback und Hilfestellung, wie du deine Ziele erreichen kannst. Abonniert den Kanal auf jeden Fall auch, macht das Glöckchen an und wir sehen uns bald wieder mit dem nächsten Video. Bis dann!